Hi, ich bin Alex von Sahne Gym in Ulm und ich esse gerne Süßigkeiten. Noch mehr leider, wenn ich gestresst bin. Wenn es dir also auch so geht, dann bleib unbedingt bis zum Ende des Videos dran, um zu erfahren, was du dagegen tun kannst. Geht es dir vielleicht auch so? Wenn du gestresst bist und wenig Zeit hast, dann isst du zu viel und meistens auch die falschen Lebensmittel. Dann geht es dir wie vielen Menschen, die viel Stress haben, denn Stress ist ein Risikofaktor für eine ungesunde Nahrungsmittelauswahl und generell zu vieles Essen. Woran liegt das? Durch Stress werden in deinem Gehirn Gehirnareale aktiviert, die für emotionales Essen zuständig sind, für generell emotionales Verhalten, das sogenannte limbische System. Deswegen entscheidest du in Stresssituationen häufig nicht mehr rational, sondern emotional. Du kannst es dir vorstellen wie eine Regierung und ihr Regierungssprecher. Während du denkst, dass du gerade eine rationale Entscheidung triffst, ist der eigentliche Entscheider im Hintergrund dein limbisches System und führt dazu, dass du emotional isst und davon gar nichts mitbekommst. Das bedeutet, du isst unbewusst mehr in stressigen Situationen und greifst unbewusst auch zu ungesünderen Nahrungsmitteln. Das Problem hierbei ist, dass ungesündere Nahrungsmittel, die vor allem wiederum viel Zucker enthalten, deinen Blutzuckerspiegel schnell erhöhen, was wiederum zu mehr Stress führt. Ein hoher Blutzuckerspiegel beeinflusst die sogenannte HPA-Achse und führt zu einer erhöhten Cortisolausschüttung und dadurch entsteht ein Teufelskreis aus Stress, emotionalem Essen und erhöhtem Blutzucker und alles beginnt wieder von vorne. Was kannst du dagegen tun? Mit ein paar einfachen Tricks kannst du diesen Teufelskreis durchbrechen und vom emotionalen Essverhalten wieder in einen geregelten Essrhythmus kommen. Den ersten Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist, versuche so gut es geht auf Snacking zu verzichten. Konzentriere dich auf große Hauptmahlzeiten, bei denen du ausreichend isst, dass du nicht in der Zwischenzeit in Hungerlöcher fällst, der Blutzuckerspiegel nicht zu stark absinkt, damit du keine Snacks benötigst, die kurzzeitig deinen Blutzuckerspiegel anheben und du langfristig mit Energie versorgt bleibst. Versuche trotzdem nicht zu stark auf Kohlenhydrate zu verzichten. Gute, langkettige Kohlenhydrate und Ballaststoffquellen sorgen dafür, dass der Cortisolspiegel heruntergedrückt wird und reduzieren somit die Stressantwort deines Körpers. Deswegen ist neben dem Timing der Kohlenhydrate vor allem auch deren Qualität entscheidend. Greife hier zu Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, Haferflocken und andere Kohlenhydratquellen, die dir schmecken und die langkettige Kohlenhydrate sind und einen stabilen Blutzucker gewährleisten können. In stressigen Situationen kann es zudem hilfreich sein, statt dem Essen andere Belohnungsoptionen zu wählen. Versuch dir Zeit zu nehmen, vielleicht ein Buch zu lesen, ein Bad zu nehmen, spazieren zu gehen, aber nicht zu einem ungesunden Snack zu greifen und diesen Teufelskreis wieder zu verstärken. Wenn dir diese Tipps gefallen haben, dann schreib uns gerne in die Kommentare, welche du davon umgesetzt hast und was dir genau geholfen hat, in stressigen Situationen dich trotzdem noch gesund zu ernähren. Wenn du mehr erfahren möchtest über Ernährung, Stress und die Zusammenhänge mit Sport, dann schau gerne andere Videos auf diesem Kanal an und besuche uns im brandneuen Sahne Gym in Ulm ab Februar. Wir freuen uns auf dich. Bis dahin, euer Alex vom Sahne Gym in Ulm.